Also dann heute das Schritt-für-Schritt-Programm zum nachhaltigen Kleiderschrank. Und das Radikalste gleich am Anfang, macht eure Kleiderschränke auf. Erstmal gucken, was ihr schon habt. Manches Party-Top schafft es genau zweimal auf eine Party und wird dann schon wieder aussortiert. Tipp Nummer zwei, Fundstücke im Schrank sortieren. Also Erinnerungsstücke und Lieblingskleider ganz klar behalten. Ja, Sachen, die man liebt, sind unersetzlich. Aber alles andere nochmal genauer angucken. Tipp Nummer 3 ist auf jeden Fall, lang lebe die Hose. Schuhe sollte man zum Schuhmacher bringen, irgendwie Kleidung sollte man flicken lassen, wenn es ein Loch gibt. T-Shirts kann man überfärben. Alles, was man heute selber macht, ist ja wieder voll angesagt. Ich zum Beispiel repariere meine Jeans am liebsten mit goldenen Fäden, damit man die Reparatur auch hinterher richtig gut sehen kann. Gut, ihr wollt euch verändern, ihr wollt euch umziehen, ihr wollt was Neues im Schrank. Dann Nummer 4, der Tipp, guckt mal, was es Secondhand gibt. War ja so ein bisschen immer, dass man dachte, irgendwie Secondhand-Mode ist vielleicht etwas muffig und riecht nach Keller. Das ist überhaupt nicht so. Inzwischen gibt es wirklich gut geführte Secondhand-Läden mit ausgewählter Secondhand-Mode. Und es gibt lifestyleig inszenierte Events. Einfach ausprobieren und alt mit neu kombinieren. Kleidung kann man auch tauschen. Nicht nur mit der besten Freundin, sondern vielleicht auch auf einer Klamottentauschparty. Nummer 6, mein Spezialtipp, Leihen, hat bei mir die Feuertaufe im Alltag bestanden. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Grundgarderobe im Schrank und den Rest leihe ich mir dazu. Ich kriege also jeden Monat ein Paket mit 4 neuen Teilen, durchaus Designerteile auch dabei. Und nach einem Monat packe ich alles wieder in die Kiste und schicke es zurück. Und so habe ich sozusagen auch einen immer aktuellen Kleiderschrank, aber es muss mir nicht alles gehören. Nummer 7, ihr wollt neue Kleidung kaufen. Alles gut. Wenn ihr neue Kleidung kaufen wollt, dann bitte nur Kleidung, die öko und fair ist. Wo findet man die? Beispielsweise in grünen Concept Stores. Da findet ihr jemanden, der sich schon auskennt, der schon alles, was dort auf dem Bügel hängt, auf Herz und Nieren geprüft hat. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, was euch vielleicht gefällt. Nummer 8, macht euch schlau. Ja, ihr wollt den Siegeldschungel durchblicken. Dann könnt ihr euch bei Greenpeace gratis einen Ratgeber bestellen. Der erzählt euch ganz genau, welche Siegel gut sind und welche Siegel nur gut gemeint sind. Nummer 9, Statusgehabe sollte einem völlig egal sein. Freiheit bedeutet doch auch, sich nicht von einem Modediktat bevormunden zu lassen und sagen zu lassen, dass heute Tigerprint angesagt ist und morgen schulterfrei. Und jetzt abschließend Abwehrkräfte trainieren. Nicht der Versuchung des nächsten billigen Fummels erliegen, einfach mal weniger kaufen, die Sachen dann lange behalten. Denn wir wissen ganz genau, Zeit beim Shopping vertrödeln macht einen nicht wirklich glücklich. Es ist im Grunde, wie die Beatles schon gesagt haben, all you need is love.